Hi, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. So, wir sind hier zurück im geothermalen Tal. Und hier ist nämlich der Eingang zum Grab. Ich habe vorhin hier schon Bär erledigt. Sprich, mit Giftpfeil und diverse Schüsse aus der Schrotflint. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was das hier für ein Grab ist. Ich war jetzt hier noch nicht drin. Okay. Das Grab hätte man dann eh nicht ohne, wahrscheinlich ohne dieses Atemgerät machen können, nehme ich an. Ich bin schon einiges Tauche hier. Unbekanntes Gebiet. Okay, natürlich genau, wenn wir hier rinkommen. Ne, das ist, das ist doch ungesund. Was sowas von. Aber ist eine. Vielleicht haben die irgendwie noch so komisches Dokument irgendwie markiert, wo ich nicht gefunden habe. Ne, hier. Hier muss ich doch hin. So nicht. Ne, hier runter will ich. Oh, guck mal mir. Ah, jetzt. Bei der Strudel dahinter sieht natürlich böse aus. Du, also dahinter, du ohne. Dann müssen wir hier vorbei und dann können wir hier hoch. Alles klar. Ah, gut, da geht's dann zurück. Alles klärchen. Dann hätte man hier auch Strudelzuflucht. Okay, also ist mal Apfelstrudel, ist man doch eigentlich lieber. Ein Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Na, hier vibriert's. Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Den Lederriemen hätte ich ja vorher gesehen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir tun können? Ne, null Fähigkeitspunkten. Punkte. Alles gut. Oh, hier ist wieder eine Falle. Die würde man jetzt schon angenehm. Oh, kann ich nicht mal dieses komische Ding, Legende, Wegweiser setzen. Mal um hier. Kann ich die Wegweiser löschen? Ah, egal. Ignorieren wir es halt. So, oh. Wow. Ich habe gedacht, ich kann an der Seite noch vorbei. Da habe ich mich wohl getäuscht. Achso, kann ich die Pistole nochmal einsetzen? War nicht schlecht. Ein Gefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Wenn du so schnitzen kannst. Heieiei. So, Moment. Muss ich erstmal. Das Gift? Nee, aber es sieht nicht sonderlich einladend aus. Wenn ich hier nicht irgendwas sprenge? Nee, hier wird nichts rot. Alles klar. Ah, nein! Ich hätte dich fast übersehen. Nee, hier geht's nicht weiter. Oh, ein Regenbogen, cool. Oder zumindest so Lichtbrechung à la Regenbogen.
Die Toten stauen die Flüsse. So. Und nun? Nun? Jetzt such du ohne weiter. Tja. Da wird aber nichts markiert. Wo ich hier einfach dran haue. Ja, ich würde sagen, ich schieße dann einfach. Habe ich noch Granate? Kann ich mir jetzt irgendwie. Jo! So, bauen wir mal Granat und. Moment. Hallo? Kann ich hier irgendwie. Ach ne, die Granatwaffe habe ich hier. Ja, sorry. Zwar. Nein? Da Fug? Ich verwirrt. Dachte, war mal schon. Okay, wir kommen mal her. Chronisch verwirrt. Geht's denn hier weiter? Ah. Aufschieße. Ich habe gar kein Auto. Geht's hier lang? Jo, ach Gott, wie doof. Ah. Bäder von Skitisch. Ja, sieht ganz so aus. Wo muss ich das hin? Wahrscheinlich habe ich keine Alternative als beherzter Sprung hier runter. Ja, okay. So. Hab ich hier auf der Karte irgendwas? Nur hier. Und hier kann ich hier irgendwie. Wurde das absichtlich geflutet? Das Wasser ablöse oder wie? Kann ich hier tauchen? Ah, guck mal, hier ist was. Hier ist ein Boot. Hier ist ein Boot. Kann ich hier überhaupt tauchen? Kann ich. Ja, du nimmst doch Weg. Kann schon nicht. Drin. Okay, wir haben hier ein. So, Mamo. Try and Error. Beginne, Mamo. Ah, okay, okay. Ah, ja, I see. Nein, ich brauch das hier. So, dann. Ha! Da komme ich mal fast vor wie die Kanäle von Venedig. Guck mal. Wohin jetzt? Gehen wir mal darüber. Will ich doch mal fast behaupten. Was hier ist. So viele Tote. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Karte aktualisiert. Das ist doch schon mal schön. Guck mal. Hier unten drunter bin ich. Was ist hier passiert? Wenn ich mal das Wasser da angucke, ist nicht so gesund, das Badehaus hier. Dann würde ich fast behaupten.
gucken, was hier ist. Na, gucken wir noch an. Hier geht es zum Beispiel weiter. Oh, clever. Hier ist unter Wasser ein Dings. Okay. Kann man das hier rausziehen? Hier näher ran oder was? Nein? Ziemlich verarschen. Ach so, ja. Ist ein bisschen näher ziehen. Geschafft. Hä? Was wie gewonnen? Ah, okay, alles klärchen. Wir haben hier einfach ein bisschen Wasser abgelöst. Ah, okay, das. gut. Ich habe gedacht, da müssen wir. Also müssen wir schnell. Machen wir mal. Muss ich jetzt nochmal? Nicht hier hoch. So, was muss ich? Da muss ich dann. Warte mal, wahrscheinlich muss ich das ein bisschen länger halten. Gucken wir mal, wie lange ich das. So, jetzt hier? Nee. Mich raus. Holy shit. Ah. So. Was tun sprach so ist. Wir sind hier eigentlich gar nicht so falsch. Also ich kann hier das Wasser ablaufen lassen. Ach nein, ich muss natürlich gehen, Alter. Ich hab's vergessen. Und zieh nur. Eieieiei. Irgendwas. Nee. Das geht's hier ohne irgendwie weiter, muss man mal gucken. Ach, da muss ich hier ohne bestimmt durch, oder? Kann das Sinn, wenn die so langsam runtergehen? Das wäre doch eine Möglichkeit. Das. Na komm, Lara. Das wäre doch eine Möglichkeit. Das ist einfach, wenn der Tran weitergeht. Nee, eher nicht, weil hier sind Gitter. Nein. Keinerlei Ahnung. Der Brother Schimmer. Wo ich hin muss, muss ich nicht hier hin. Ich
nicht. Da, so. Tja. Hier komme ich doch her, oder? Nee. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen. Okay. Ach, guck mal hier. Hallo. Ah, okay. Das ist also der Ausgang von dem Grab. Das ist interessant. Den haben wir auch schon mal gefunden. Den haben wir schon mal gefunden, der Ausgang. Nur eigentlich eine Lösung haben wir noch nicht gefunden. Ich habe irgendwie keinen Plan. Aber prinzipiell sind wir hier richtig. Bist du richtig? Ne, bist nicht richtig. So, guck mal nochmal. Wir haben hier dieses Gedöll. Ah! Jetzt da! Warte mal. Da unten haben doch so rote Fässer im Wasser gelegen. Kann das Sinn? Kann das Sinn? Dass wir hier ist ja schon alles abtrocknen müssen. Dann wäre die Fässer freigelegt, dann schieße ich dort drauf. Ah, nee, 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 da hinten muss ich rennen. Das ist das. Das ist das Ding, wo ich hin muss. Ah, hier ist doch. Oh, nee, das sind doch die Fässer. So komme ich. Nee, hier komme ich nicht zu und dann muss ich raus rum. So, nur wie? Wie tun wir das? Muss ich hier irgendwie. Wo kann ich hier ohne? Muss ich hier irgendwie was? Aber du hast das Tor weggesprengt oder? Ich war es gar nicht sicher. Pfeile herstellen, super. Nö, so nett. Tja, ein guter Rat ist teuer. Da muss ich jetzt im Eiltempo drüber schwimmen. Yeah.
irgendwie verbindet das Sinn doch. Ich will nicht irgendwie was machen. Wie sich denn der Baum hier? Ne, das wird mir gerade angezeigt. Eieieiei. Würde wohl, dass die anderen Gräber so gut geklappt haben. Nee, jetzt überhaupt kein Plan. Muss ich hier irgendwie was mit dem Kahn machen, aber eigentlich nicht, denn dann brauche ich ja, um hier rin zu kommen. Geht ja nicht anders da. Was passiert denn hier noch, wenn ich das Ding zurückfahre? Irgendwas total offensichtliches übersehen wir doch. Dass ich das Ding dann kappe? Ich werde wohl jetzt hier eine Cut machen müssen. Man muss gucken. Aber irgendwie, ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Ich das irgendwie blockiere. Irgendwas. Warte mal, komm. Das hat aber jetzt eher so ausgesehen, als wenn du Munitions, also nee, so eine Mineralie wäre. So hat das eher ausgesehen. Komm, Wasser weg. Das ist auf der anderen Seite. Verdammte Axt. Ach, komm mal an. Hier waren wir auch noch nicht. Ja? Wichtig hier oder hier ist aber irgendwas zum auf die Seite, kann das Sinn? Das wäre eventuell erster Versuch wert, oder? Das ist nur mal schnell, wenn ich das schnell hinkriege irgendwie. Das wäre dann aber ziemlich viel verlangt, würde ich sagen. Seite drin tauchen muss und dass ich dann irgendwas mit dem anderen Gerät machen muss. Lava. Wo ist das? Wo war das?
Wo muss ich das festmachen? Nicht wirklich, oder? Muss ich das wirklich so hinne durchschießen? Kann nicht euer Ernst sein, oder? Kann nicht euer Ernst sein. Ja, sorry, dass es eine ziemlich langweilige Folge ist, wahrscheinlich, außer er leihe schon Verlache auf dem Boden. Jetzt nicht der hier ernst nehmen, dass ich hier jetzt ganz schnell noch einen Pfeil auf die andere Seite schießen muss dann. Nee, du kommst hier nirgends hin. Nee. Das funktioniert so nicht, aber ich muss hier wahrscheinlich irgendwie rennen. Noch ein Versuch machen wir. Dann muss ich mir wohl Hilfe holen. Das kann ja nicht Sinn, dass da alles ist. Ja. Hier irgendwas. Irgendwas ganz Blödes übersehen ich hier. Ich weiß, es ist was ganz Dummes. So, nee, da sollte doch nicht hin. Raus hier. Nee, Jungs, ich würde sagen, das Tor hat keinen Wert. Wäre vielleicht noch besser, da das hier nicht viel ist. Mache ich gerade mal hier Cut. Ich gucke einfach mal, wie das geht. Das ist mir jetzt zu doof. Muss ich gerade mal sagen. Also, ist zwar irgendwie kacke, aber bis gleich. So, okay. Ich bin zurück. Ich habe mal geguckt. Und selbst das hat mir nicht so weitergeholfen, weil ich noch ewig rumprobiert habe. Du musst mal erst mal drauf kommen. Also, ich habe festgestellt, nachdem wir das da hinten so festgemacht haben, können wir hier eigentlich immer drin schwimmen. Funktioniert eigentlich immer. So, dann habe ich hier genau das gleiche wie in dem Raum hier gegenüber. Und was ich jetzt machen muss, ich muss das Ding quasi zurückziehen und dann musste ich mein Boot dahinter hinfahren, damit ich dort ein Pfeil dran schießen kann. Damit es aufgehalten wird. Glaube ich jetzt wohl. Weil irgendwie, das war komplett anders erklärt, die Stelle, wo ich gefunden habe im Internet. Das hat überhaupt nicht gepasst zu dem, was ich hier im Spiel vorgefunden habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt klappt, was ich jetzt vorhabe, aber gut, man kann es ja mal probieren. Ah, toll. Nein! So hätte das aber funktionieren sollen. So, und jetzt können wir dann am besten nochmal probieren. Das ist schon mal gut, was wir da gemacht haben. Oder muss ich jetzt das Boot fortfahren? Das ist natürlich auch möglich. Warte mal. Da, das war der letzte. Muss man so warm drauf kommen. Das ist zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Also irgendwie, das war jetzt komplett anders da, wie im der Beschreibung. Die haben das von dem Boot, habe ich irgendwie gar nicht gefunden.
Die haben irgendwas von einer Kurbel da drüben gesagt und ja, einwandfrei. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Hier ist nichts mehr, dann gucken wir mal an, was wir da jetzt haben. Ich hoffe, das war die Mühe wert. Ein alter Kodex. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Eiserner Griff, was ist das? Ah, klettern ist schneller. Alles klar. Grab abgeschlossen. Beta von Kiethirsch. Finde ich gut. So, nun. Nun lassen wir sie erstmal das hier noch mitgehen. Finde ich hier noch irgendwas? Dann eher nicht. Unser alter antike Gräber. Drogebeläht, unglaublich. Unglaublich. Gut. Würde ich fast sagen. Wir machen hier dann mal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal gucken wir, was dann ansteht. Und bis dahin dann. Bye bye.